Ja, eine häufige Frage ist, was passiert, wenn der Sci-Fly-Antrieb einmal defekt ist? Wir haben den Rahmen bzw. die Rahmenschnittstelle und den Antrieb so konzipiert, dass man im Wartungsfall durch das Lösen dieser zwei M8-Schrauben den Sci-Fly-Antrieb sehr schnell demontieren kann. Für Langfinger ist er natürlich am Fahrrad auch gesichert mit Schraubensicherung und man kann dann im Wartungsfall den Sci-Fly-Antrieb ganz einfach entnehmen, durch ein neues Modell bzw. durch einen neuen Antrieb ersetzen und hat so die Möglichkeit, sehr schnell wieder weiterzufahren.